Freien Wähler sind heute nach Berlin gekommen, um die Freiheitsrechte der Bürger dieses Landes zu verteidigen und die Regierung davor zu bewahren, einen eklatanten politischen Fehler zu machen, indem sie im Hauruck-Verfahren eine sogenannte Bundesnotbremse beschließen, die das bisherige Vorgehen in der Pandemiebekämpfung geradezu auf den Kopf stellt. In meinen Augen ist dieses Gesetz ein Jahr zu spät, wenn man denn schon gemeint hätte, bundeseinheitlich ja unter größter Not schnell irgendwo agieren zu müssen, dann hätte man das eventuell vor einem Jahr zu Beginn der Pandemie tun können und tun müssen, um irgendwo ja eine Richtung vorzugeben. Damals war der Bund völlig orientierungslos. Die Länder haben begonnen, regionale Entscheidungen zu treffen. Wir haben in Bayern begonnen, Soforthilfemaßnahmen für die Wirtschaft aufs Gleis zu setzen. Es wurde überlegt, wie man mit Kontaktbeschränkungen, mit Maskenpflichten und so weiter gegen die Pandemie vorgeht. Damals war der Bund völlig handlungsunfähig und ist es in meinen Augen bis heute bei den Themen, für die er zuständig ist, Impfstoffbeschaffung, ordentliche Bezahlung der Pflege, um ein Überfordern des Gesundheitssektors zu verhindern. All diese Dinge werden in Berlin nicht ordentlich gemanagt und jetzt maßt man sich an, es besser zu können als die Landräte und die Landesregierungen und detaillierte Fragen ja beantworten zu können, für die weder die Kompetenz noch auch die ja Mittel überhaupt vorhanden sind, um das so zentralistisch regieren und durchregieren zu können. Wir kritisieren in erster Linie heute auch mit unserer Verfassungsbeschwerde diesen Automatismus der Ausgangssperre, die ohne Rücksicht auf sonstige Eckdaten einfach sagt, ab 100 darf man um 22 Uhr nicht mehr raus, eventuell noch alleine, aber nicht mal mit der eigenen Frau. Details werden nachher kommen. Und bei 150 ist das zu tun und bei 165 ist jenes zu tun, ohne die regionalen Besonderheiten einfließen lassen zu können, die genau nötig sind, um passgenaue Lösungen zu finden. Meine Vorhersage ist, das Management wird schlechter werden anstatt besser. Die Corona-Bekämpfung wird darunter leiden, dass sich die Politik vor Ort jetzt aus der Affäre ziehen kann und zu sagen, die in Berlin machen es ja so oder eben andersrum. Man wird sich vor Ort einig sein, dass die in Berlin alles falsch machen, obwohl man sich vor Ort nicht mal einig ist. Also bis dato hätte man vor Ort Entscheidungen absegnen müssen und können, die eben durch massives Abwägen der Interessengruppen, der Eltern, der Lehrer, der Wirtschaft dann zu einem Ergebnis kommen. Und jetzt heißt es eben, diese Zahl 100 gilt über alles und Details interessieren nicht. Deshalb haben wir uns eben entschlossen, eine Verfassungsbeschwerde einzulegen, die jetzt mal beginnt mit dem Thema der Ausgangssperre.